Servus oder grüßt euch. So, heute mal ein für mich sehr, sehr interessantes Video. Und zwar, es geht um die CVO Pan America 2024. Ungelogen, bei der Vorstellung gab es ja auch ein Video von mir. Wer es noch nicht gesehen hat, gerne mal reinziehen. Haben mich ja besonders zwei Bikes interessiert oder die ich sehr interessant fand. Das war einmal die jetzt hier gleich präsentierte Pan America CVO und aber auch die Roadlite CVO ST. Ne? Und in dem Fall ist es jetzt so, dass wir uns erstmal die Pan America anschauen. Ich finde das Bike, keine Ahnung, was los ist mit mir, finde ich mega interessant. Ich habe richtig Bock, das mal, dieses Bike zu bewegen. Ich war jetzt auch letztens wieder bei Harley-Davidson Bielefeld und da habe ich mir mal normale Pan America angeschaut und da haben wir uns mal darauf eingelassen oder habe ich mich, oder lasse ich mich bald darauf ein, das Ding mal über ein Wochenende zu bewegen. Und da wird es ja auch ein Review zu geben. Ich habe mich da, weiß ich auch nicht warum, noch vor kurzem total gegen gewehrt, aber ich bin aktuell so offen, was diese Pan America angeht. Und vielleicht gibt es hier den einen oder anderen, der eine hat, der eine schon mal gefahren ist und kann mal in die Kommentare schreiben, mal so ein bisschen Feedback geben, wie er die Karre findet, wie sich das Ganze fahren lässt. Und ich werde selber, sobald es ein bisschen wärmer ist, das Ganze mal testen. Also, nicht lange schnacken, wir ziehen uns erstmal jetzt die Vorstellung rein und es gibt gleich danach noch ein Video. Das gucken wir uns gleich direkt hier im selben Stream an und schauen mal so ein bisschen uns das ganze Behind the Scenes an. Also Leute, jetzt erstmal die Vorstellung der Pan America. Also, wir gehen nochmal ganz kurz zurück hier, dann geht es sofort weiter. Ich weiß auch nicht. Also, ich finde, es ist auf jeden Fall ein interessantes Bike und ich bin sehr gespannt, wie das insgesamt ankommt. Ich bin auch sehr gespannt, wie die halt wirklich dann mal in Live aussieht, weil so sieht die wirklich fett aus. Ich finde es cool und die sieht sehr bullig aus auch und ich glaube, das macht richtig Bock, so ein Ding mal zu fahren. Ne? Gerade wenn es jetzt wirklich mal so auch ein bisschen Touren abseits der normalen Straße geht, sage ich mal, könnte mir da vorstellen, dass man da echt richtig viel Spaß haben kann mit dem Ding. Hier so aller Walle on Tour, schöne Grüße gehen raus. Der zimmert ja mit seiner BMW GS da um die durchs Land oder um die Welt. Und ja, irgendwie, ja, auf so ein Projekt hätte ich auch mal richtig Bock, ganz ehrlich. Of writing is not to escape. It's more like just reconnecting with myself in a very real way. That quiet time to just feel like I'm truly in this world. When I'm on the bike, I can collect my own thoughts and feel like, yeah, I'm really here. I'm smelling the environment around me, I'm feeling the temperature, I'm sensing the speed. There's just so much more dimensionality to a bike like the Pan America. You're not confined to even pavement. You can pretty much go anywhere you want and get out to these places where you're not going to have reception and you're just going to be there providing for yourself, cooking something simple and sleeping on the ground. It speaks to this whole American kind of like John Wayne aesthetic that I really am drawn to. The only way to get that authenticity is to actually go out and subject yourself to some of these things. Inevitably, you're faced with something that you didn't anticipate at all. You have to get out of your own head a little bit, work it out, improvise, or tough it out. If you're on the dirt, you're standing. And when I'm standing like that, I feel so like weightless and comfortable. I'm so relaxed.
I'm just like. Jeder, der meinen Kanal schon ein bisschen länger verfolgt, beziehungsweise mich länger verfolgt, der weiß ja, dass ich früher auch tatsächlich vorm Harley-Fahren auch eine ganze Zeit lang Enduro gefahren bin. Mit einer KTM 450 EXC. Und ja, da weiß man natürlich im Stehen, ne? Und was das eigentlich für ein Gefühl ist, ne? Wenn du wirklich da auf dem Bike stehst und navigierst dich so ein bisschen mit Körperspannung, so da durch die einzelnen Tracks durch, mega geil, ne? Und ja, ey, das können die Amis einfach. Diese Art von Werbung machen, die halt einen richtig catcht, ne? Aber ich hätte da auch mal richtig Bock drauf, so eine Tour. Das wäre, glaube ich, auch ein ultra heftiger Traum von mir oder beziehungsweise ein ultra krasses Erlebnis einfach, da wirklich ja, so mal eine Tour mitmachen zu dürfen, ne? Ich habe das mal gesehen, ich glaube, bei Flaschenkost, der macht jetzt aktuell keine Videos mehr, soweit ich weiß. Aber ich glaube, der hat auch mal so eine Tour mitgemacht mit der Pan America auf irgendeiner Teststrecke, auf irgendeinem Track oder so. Und das sah auf jeden Fall da ziemlich, ziemlich cool aus. Floating. The individual components of the bike have a lot of Harley-Davidson DNA, but they still have this very honest design language. And that's what really appeals to me. This country, it's super accessible with a machine like that. Glaube ich. I still want to be able to challenge myself and go out there and do stuff that makes me grow as a person, builds character, and not just live your life in a manner that you look back on in 20 years and you just feel like, whatever, I got a good job, I took care of my family, but I didn't, don't really have any stories to tell. Sieht das geil aus, ey. Looking back, I feel like I accomplished something, I did something, I had to kind of overcome this or that challenge. I want that, I seek that. That's part for me of being alive and like being a part of the world. Ja, Leute, was sagt ihr? Sagt ihr, geht gar nicht? Also, würde mich echt mal interessieren. Geht überhaupt gar nicht oder auf jeden Fall interessantes Bike, was ihr auch mal gerne Probe fahren wollt? Jetzt kommt mir nicht mit dem Thema BMW GS, aber tausendmal besser. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich bin auch noch nie eine GS gefahren, weil mich das sowas nie interessiert hat. Das könnte man eventuell auch mal machen. Da könnte man vielleicht auch mal beide Bikes fahren oder beziehungsweise mal die Profis sprechen lassen. Vielleicht gibt es auch hier unter meinen Zuschauern schon Leute, die jetzt vielleicht von Harley-Davidson auf BMW umgestiegen sind oder andersrum, wie auch immer. So, jetzt gucken wir uns nochmal das andere Video an. Hier geht es um die Jungfernfahrt mit Alex oder Alex Earl. Dann ziehen wir uns das auch nochmal rein. Dauert nur 2 Minuten und dann schauen wir mal, was der gute Mann hier noch zu sagen hat. Also, los geht's. Hinter den Kulissen. So, dann schauen wir doch mal. Harley Davidson shooting a model year 24. I just like to be in the outdoors. I very much like to be in remote places without a lot of people is kind of a primary directive for me. So when I discovered mountain biking and dirt bikes and certainly then adventure bikes later and realized what they had to offer, yeah, then it was just like a no-brainer for me. I have a Pan America of my own that I've been riding for about 2 years and I love what we're doing today with this model year 24 shoot. I've been riding this Pan America CVO, which is a brand new model this year. I got to ride this around Bend, Oregon, the Painted Hills, some really beautiful country, spectacular. Some of the most beautiful areas in the US. Das ist wahrscheinlich auch so ein Thema. Ich glaube, ich habe da echt damals, wie gesagt, war ich da sehr skeptisch der Pan America gegenüber. Und habe gedacht, hey, das kann doch nicht wahr sein. Also wenn Leute auf sowas Bock haben, dann werden sie sich halt eine GS holen. Aber so wie ich das mitbekommen habe, hat die sich gar nicht so schlecht verkauft und hat auch wieder ein ganz anderes Klientel, was vorher mit Harley-Davidson nichts zu tun hatte, natürlich auch quasi in die Harley-Bubble geholt. Ne? Was, glaube ich, auch ein ziemlich kluger Move war. Und ja, bringt natürlich noch mal mehr Artenvielfalt bei uns in die Szene. Ne? It's a really beautiful bike. And this incredible paint job, and I think the fit and finish on that is really impressive. But it functions as it looks. That's what I like about it.
what appeals to me is just the simplicity and the honesty of the design and how clear the design is and how each of the functional components are represented so clearly. The fuel tank, it's very graphic and obvious. The V-twin is very clear, an icon of Harley-Davidson design, and it's very honest in its purpose. You know, it kind of speaks to the whole American spirit of adventure and self-reliance and independence. It just seems obvious that a bike like this would come from a company like Harley-Davidson. They were building bikes at the turn of the century that were designed to be very robust. They were operating on dirt roads back then, and that's in the DNA of these bikes. And when I ride one of these, I feel the robustness. I feel like that has a definite place, and it's a benefit for an adventure bike. Ja, wie gesagt, also bleibt auf jeden Fall am Ball. Ich werde jetzt irgendwann in nächster Zeit die Pan America fahren. Wir werden auch sobald die 2024 Modelle, also besonders die Roadlite CVO ST und auch die Pan America CVO, werden wir die fahren, werden die testen, werden da mal so ein paar Reviews zu machen, ausgiebig. Und aber gut, wir können jetzt noch nicht sagen, wann die halt da sind. Ne? Das weiß, glaube ich, selber nicht mal Harley-Davidson generell oder die einzelnen Dealer, glaube ich zumindest. Aber sobald die am Start sind, machen wir das und lassen uns da mal selber von überzeugen oder wollen selber mal so ein bisschen die Meinung bilden, weil ich war vielleicht auch einer von denjenigen, der so ein bisschen zu früh dann teilweise auch sich eine Meinung gebildet hat, selber nie das Ding gefahren ist. Das Gleiche hat mir auch mal ein Kollege gesagt in Bezug auf die auf das Elektromodell von Harley. Der meinte, ey, pass auf, okay, hat erstmal grundsätzlich mit Harley-Davidson wenig zu tun, aber die Karre ist krass vom Anzug her, ne? Und ja, also ich werde da jetzt in Zukunft, habe ich mir vorgenommen, für 2024 da auch viel, viel offener zu sein. Und ja, lasst mir gerne wissen, wie ihr die Karre findet. Bin ich sehr gespannt. Und dann ziehen wir uns jetzt in Kürze nochmal ein paar andere Videos rein. Und beim nächsten Mal gibt es auch ein richtig fettes Video zu einem Performance-Bagger, was ich gemeinsam mit Harley-Davidson in Bielefeld gedreht habe. Also Leute, bleibt am Ball, wird spannend und haut da rein. Tschüss. Get down in the car. One time give it all. Bust it open, huh? Let me see you jump. Get down in the car. One time give it all. Bust it open, huh? Let me see you jump. I fucked up this hustle, baby, we hustle, but then what then? Oh my. Oh my.